Ich habe es mit meinem guten Freund krachen lassen. Dem Kerl von der anderen Straßenseite? Ja, Chris, ja. Scheint als... Alter, er liebt Pilze. Er ist ein guter Kerl, Mann. Ich weiß nicht, als was ich ihn sonst bezeichnen sollte. Er ist einfach ein guter Kerl. Und ich habe dort einfach nur gechillt, dass ihr Jungs dort aufgetaucht seid. Das war echt schräg. Hallo Leute und herzlich willkommen hier bei True Crime, Täter überführt. Danke fürs Reinklicken. Diejenigen von euch, die meinen kleinen Kanal schon länger kennen, wissen, dass hier hin und wieder auch Videos erscheinen, die nicht unbedingt dem üblichen True Crime Schema, also je furchtbarer, desto besser folgen. Denn meiner Meinung nach muss es ja nicht immer zwangsläufig um Mord und Totschlag gehen. Vor allem, da die letzten beiden Videos ja wirklich nicht leicht zu verdauen waren. In diesem Sinne widmen wir uns heute also einem Fall, der vergleichsweise harmlos ist. Auch wenn die einzelnen Straftaten von Zachary Ty Bryan, besser bekannt als Brad Taylor aus der 90er Jahre Kultfernsehserie Hör mal, wer da hämmert, natürlich dennoch als absolut verwerflich gelten müssen. Doch bevor wir dazu kommen, sehen wir uns erst einmal kurz an, wie es Brad Taylor nach Hör mal, wer da hämmert ergangen ist. Nachdem die Serie 1999 vom US-Sender ABC eingestellt wurde, erhielt Zachary Ty Bryan zunächst durchaus einige Rollenangebote für Film und Fernsehen. Okay, zugegeben, Filme wie Carrie 2 – Die Rache, Kidnap, Tödlicher Sumpf und Absturz in der Wildnis waren keine wirklichen Straßenfeger. Aber dennoch, Bryan hielt sich mit seiner Schauspielerei durchaus über Wasser, nicht zuletzt auch dank diversen Gastauftritten in Serien wie Buffy, die Vampirjägerin, Veronica Mars, Smallville, Cold Case, Burn Notice und dem Reboot von Knight Rider, aber auch vielen anderen mehr. Doch nachdem er 2009 noch einmal eine Hauptrolle für den Fernsehfilm Thor: Hammer of Gods ergattern konnte, der höchstwahrscheinlich eher mäßig angekommen ist, wurde es plötzlich totenstill um den einstigen Kinderstar, der nur 10 Jahre zuvor seinen dritten Young Artist Award eingeheimst hatte. Denn er engagierte sich danach zwar noch als Produzent an einigen Filmen, er selbst stand dabei aber nicht mehr vor der Kamera. Obwohl, das stimmt so nicht ganz, denn 2022 erschien er als Berater des Präsidenten Nummer 1, für einen eigenen Rollennamen hat es wohl nicht gereicht, in der Netflix-Produktion Guardians of Justice. Wobei es sich um eine, Zitat, Live-Action Adult Animated Mixed Media Superhero Television Series handelte. Ja, genau. Die allerdings trotz einiger wohlwollender Kritiken beim Publikum selbst nur semi-gut ankam. Denn bislang existiert davon nur eine Staffel mit insgesamt 7 Folgen und eine Fortsetzung ist meines Wissens nicht geplant. Und was stellt Zachary Ty Bryan heutzutage so mit seiner Zeit an? Naja, am 28. Juli 2023 wurde er aufgrund von häuslicher Gewalt festgenommen. Konkret lautete der Vorwurf gegen ihn, dass er seine langjährige Partnerin Johnny Faye Cartwright, mit der er auch 3 gemeinsame Kinder hat, geschlagen haben soll. Wobei der Vollständigkeit halber angemerkt werden muss, dass Bryan insgesamt 7-facher Vater ist. Denn von 2007 bis 2020 war er mit Carly Matros verheiratet, mit der er insgesamt auch 4 Kinder hat. Doch an diesem Tag im Juli 2023 handelte es sich bei weitem nicht um seinen ersten Konflikt mit dem Gesetz. Denn der ehemalige Kinderstar geriet in den letzten Jahren gleich mehrfach ins Fadenkreuz der Staatsanwaltschaft. Aber auch zu Recht? Naja, werfen wir zur Beantwortung dieser Frage doch einfach einen kurzen Blick auf Brad Taylors bisheriges Strafregister sowie auf einige Fakten bzw. Aussagen von Geschädigten. Bereits 2020 wurde Bryan von seiner damaligen Freundin wegen Körperverletzung angezeigt. Damals soll ein Streit zwischen den beiden so ausgeartet sein, dass Bryan letztendlich sogar seine Hände um ihren Hals legte und zudrückte. Und als die Frau den Notruf wählen wollte, nahm er ja auch noch das Handy ab und hinderte sie so daran. Und wie endete das Ganze damals? Naja, schlussendlich plädierte Bryan vor Gericht auf schuldig und wurde zu 3 Jahren auf Bewährung verurteilt.
und auch ein Kontaktverbot mit dem Opfer wurde erteilt. Das Verrückte daran, bei seiner damaligen Freundin und dem Opfer aus 2023 handelt es sich um dieselbe Person, also Johnny Faye Cartwright. So viel zum Thema Kontaktverbot. Aber das war immer noch nicht alles, denn Brian hat noch wesentlich mehr Dreck am Stecken. So wurde er nicht nur bereits 4-mal wegen Trunkenheit am Steuer angeklagt, sondern auch gleich mehrfach wegen Betrugs. So soll er einem Geschäftspartner $60.000 abgenommen haben, die angeblich in einen neuen Film von ihm investiert werden sollten, der jedoch nie produziert wurde. Und nur einen Monat vor seiner jüngsten Festnahme im Juli 2023 berichteten mehrere Medien darüber, dass Brian offiziell wegen Betrugs angeklagt wird. Offenbar hatte er nämlich auch Fake-Verträge für ein landwirtschaftliches Start-up verkauft, die in Wahrheit keinerlei Wert besaßen, wobei insgesamt auch eine Summe von rund $50.000 zusammengekommen sein soll, die bis heute nicht mehr auffindbar ist. Und was hatte Brian selbst zu all dem zu sagen? Naja, er tat das alles mit den folgenden Worten ab: Ich habe da kein zwielichtiges Geschäft oder so betrieben, so bin ich einfach nicht. Was die Menschen nicht verstehen, ist, dass es stets Risiken gibt. Nichts ist sicher. Es ist dasselbe wie mit Filminvestitionen und allem anderen. Du verlierst oder du gewinnst. Aha, man verliert oder gewinnt also. Nur seltsam, dass Brian in diesen Fällen scheinbar stets auf der Gewinnerseite stand. Denn er selbst hatte ja nichts investiert und das Geld ist in beiden Fällen einfach spurlos verschwunden. So, aber nachdem wir uns nun einen Eindruck davon verschafft haben, wie Zachary Ty Bryan heutzutage so tickt, nehmen wir jetzt in dem Streifenwagen Platz, in den man ihn 2023 verfrachtet hat. Wobei angemerkt werden muss, dass die Polizei ihn nicht beim Opfer vor Ort angetroffen hat, sondern beim Chillen mit Chris, einem Zitat gutem Freund von Bryan, der gegenüber wohnt. Scheinbar war Bryan der Ernst seiner Lage also überhaupt nicht bewusst. Entweder weil er bei sich keine Schuld sah oder weil er einfach komplett lost ist. Aber bildet euch doch am besten selbst euer Urteil. Ich kann dich nicht hören. Ist dir da hinten heiß oder? Mir geht es gut, Mann, mir geht es gut. Dir geht es gut? Ja. Aber ich werde direkt die verdammte Kaution hinterlegen und aus dieser verdammten Stadt verschwinden. Das ist so bescheuert. Ich weiß nicht, warum ihr Jungs mir das angetan habt. Naja, ich habe dir das nicht angetan. Sie ist wirklich sauer, hm? Was? Sie ist richtig wütend. Ja, ich verstehe, dass dich das gerade aufregt. Es ist, wie es ist, aber ziemlich bescheuert ist es schon, Kumpel. Ich wurde buchstäblich angegriffen und jetzt bin ich der Kerl, der in den Knast wandert. Ihr Jungs müsst wirklich vorsichtig sein, wie ihr eine Situation einschätzt. Da stimme ich zu. Ich stimme zu. Ja, denn das ist gerade das Gegenteil von dem, was ihr tun solltet. Naja, die Sache ist die, dass dort eben zwei Menschen waren, die mir das erzählt haben. Ja, aber das war ihr Vater. Richtig, richtig, ich verstehe. Und vielleicht, weißt du, die Menschen lügen mich ständig an, richtig? Sie sind pathologische Lügner. Aber dennoch haben mir zwei Menschen dieselbe Geschichte erzählt, und zwar unabhängig voneinander. Die Wahrheit ist, dass sie mich nicht haben kann, und deshalb will sie mich in den Knast bringen. Und nennt man dich Zack oder Zachary? Einfach Zack. Zack? Ja, okay, dann schreibe ich es so in meinen Bericht. Naja, das weiß ich zu schätzen, Mann. Ich habe bereits eine ziemlich harte Zeit hinter mir, Kumpel. Was meinst du damit? Oh, die Medien hassen mich, Mann. Die Medien werden mit dem hier nichts zu tun haben, Kumpel. Ich weiß nicht, warum du so etwas sagst. Naja, TMC wird sich das nicht entgehen lassen. Vertrau mir. Ich glaube einfach nicht, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Wie war das? Ich glaube nicht, dass ich etwas Falsches getan habe. Oh, Schande, ich bin da ohne dein Telefon und deine Brieftasche weg.
Man wird dir beides bringen, okay? Schwörst du das? Ja, absolut. Ja. Kumpel, das ist alles, was für mich zählt, dass ich mein Telefon und meine Brieftasche bekomme. Ich will diese Braut buchstäblich hinter mir lassen. Das ist alles, was ich möchte. Also, wie lange muss ich wohl ins Gefängnis? Ich habe keine Ahnung, Mann. Aber ich meine, es klingt, als ob du schon Pläne dafür hättest, wie du deine Kaution bezahlen wirst, richtig? Ja, ich muss meine Eltern anrufen, ja. Zack, wann genau ist all das geschehen, Mann? Alter, das war schon vor Stunden. Das ist, was ich nicht verstehe. Also, wir hatten bereits ausgecheckt und uns getrennt und... Wie war das? Ich sagte, wir hatten bereits ausgecheckt und uns getrennt. Ja. Und, ja, aber sie schrieb mir weiterhin Nachrichten. Ihr könnt euch das Handy ansehen. Sie meinte so etwas wie, ich werde dein Leben zerstören, weißt du, und ich nur so, okay. Warum sagt sie solche Dinge? Weil sie mich hasst, Mann. Ich weiß es nicht. Wie lange warst du mit ihr zusammen? Ich kenne sie seit ungefähr 7 Jahren. Ich traf sie, ich ging auf die Universität von Südkalifornien, also wir trafen uns. Wo ging sie zur Schule? Sie meinte, sie wäre in Oregon gewesen, aber das war eine Lüge. Sie ist eine ziemlich verlogene Person, aber... Aber sie kann dich von allem überzeugen, also. Und also du bist im Grunde nur hierher gekommen, um deine Kinder zu sehen? Ja, und sie bat mich darum, zu kommen, um meine Kinder zu besuchen. Es ist alles auf meinem Handy, Kumpel. Und ja, mein Vater sagte mir, er meinte, sie wird dich reinreißen. Und ich nur so, Ich habe es einfach nicht geglaubt, wie auch immer. Das war mit Sicherheit... Alles so geplant, Mann. Ich hoffe, dass du ehrlich warst, als du gemeint hast, dass sie auch ins Gefängnis muss. Sie sprechen mit ihr. Gerade jetzt. Naja, ich hoffe, dass du aufrichtig warst, dass du das gesagt hast, denn es ist nicht in Ordnung, wenn nur ich in den Knast muss. Aber, naja... Zack, lass mich dich Folgendes fragen. Also ich frage dich, woher stammen diese Kratzer auf deinem Arm? Und du sagst mir, ich weiß es nicht, ich habe einfach nur das Haus verlassen, also... Also... Nein. Also was ich... Ich bin nicht hier, um sie zu bezichtigen, ich bin hier, um... Sie ist die Mutter meiner Kinder. Richtig, Zack, und das verstehe ich, okay? Ja. Aber was würdest du erwarten, was ich mit dieser Information anfange? Keine Ahnung, Mann. Okay. Aber was ich dir sage, ist, dass sie die Mutter meiner Kinder ist und ich werde ihr niemals schaden. Okay, und ich erkenne das Ehrgefühl dahinter, okay? Ich erkenne das Ehrgefühl und dennoch, wenn sie behauptet, dass du etwas angestellt hast und dass sie diese Dinge tun musste, um von dir wegzukommen, und ich dann dich danach frage und du sagst, ich habe einfach das Haus verlassen. Also, was kann ich in so einer Situation schon tun? Wenn ich... Ich muss eine Festnahme durchführen in dieser Situation. Ja? Denn ihr... Ich gebe dir nicht die Schuld, Mann. Ich weiß, aber du sagtest... Aber was ich weiß... Dass ich sie auch verhaften soll. Hä? Wofür sollte ich sie verhaften? Also, wird sie einfach so davonkommen? Naja, wenn du mir sagst... Sie sagte mir sogar, dass es so kommen würde. Sie meinte... Ich lasse dich festnehmen und dann bist du erledigt. Und ich so, echt jetzt? Naja, und all diese Dinge werden eine Rolle spielen. Ja. Ziemlich bescheuert, Kumpel. Ihr solltet euch die Textnachrichten ansehen. Sie sagte wortwörtlich also, ich bring dich in den Knast. Warum? Ich weiß es nicht, weil sie ist eine verdammte Psychopathin. Ich verstehe, aber wie kam es zu dieser Konversation, also? Ihr müsst nur, lies es, Mann, lies es. Es ist auf meinem Handy. Sie hat mein Handy, aber es ist drauf. Sie meinte,
Ich bringe dich in den Knast und ich werde dorthin kommen, um dich zu sehen. Das waren ihre Worte. Um dich zu sehen? Ja, also naja, im Grunde soll ich hinter Gitter und dann, ja, das ist so krank. Mann. Und ist das zwischen euch zuvor auch schon einmal vorgekommen? Ja, Sir. Bitte nehmt sie fest. Sie ist eine Lügnerin. Sie ist ein manipulatives Stück Scheiße, Mann. Wenn ihr das mit mir macht, könnt ihr es auch mit ihr machen. Ich war noch nicht mal in ihrer Nähe, die ganze Zeit über. Sie ist mir hinterher. Und sie denkt, dass ihre Scheiße nicht stinkt, Mann. Zack, wie groß bist du? 1,82. Wie viel wiegst du? 88. Was? 88. Welche Haarfarbe hast du? Sandy Blond. Augenfarbe? Blau. Bist du Veteran? Nein, Sir. Wo wurden Sie geboren? Colorado, Denver. Und deine Adresse? 1388 Bon Lane. Wie lautet deine aktuelle Adresse? Sie hat verdammt nochmal angerufen. Sie hat mich echt erwischt. Echt wild, hä? Augen auf bei der Partnerwahl. Das ist unglücklich gelaufen, ja. Wen möchtest du als Notfallkontakt angeben? Meinen Vater. Was für eine Schlappe, Mann. Sie hat buchstäblich mich verprügelt, aber ich wandere ins Gefängnis. Echt wild. Danke, dass du so ein Freund bist. Wie war das? Ich sagte, danke, dass du so ein Freund bist. Ich denke, du weißt, wie das alles abgelaufen ist, Kumpel. Es ist nicht so, dass ich... Also ich muss dann... Ich werde dich in den verdammten Zeugenstand bringen, Mann. In den Zeugenstand? Ja, mein Anwalt wird... Was meinst du damit? Du wirst Fragen beantworten müssen. Ich beantworte allen sehr gerne ihre Fragen. Lass uns dieses ganze Prozedere einfach... Richtig, aber ich meine, ich war dir gegenüber nicht unfair. Nein, du warst klasse, Mann. Okay. Ja, lass dich nicht verunsichern. Du bist in Ordnung, Mann. Du machst das klasse. Ich bin nicht verunsichert, ich mache das jeden Tag. Du leistest großartige Arbeit. Vielen Dank. Ich freue mich einfach so gar nicht auf dieses ganze Prozedere und diesen Blödsinn. Ich genauso wenig. Ich würde dir das auch gerne ersparen. Ich denke, ihr Jungs müsst doch mal das wahre Problem vor Augen führen. Diese Mädchen sind das Problem. Sie ziehen dich buchstäblich rein und dann saugen sie dich aus. Es ist, naja, man muss auf solche Dinge achten. Wenn ihr euren Job ordentlich machen wollt, müsst ihr das tun. Wie heißt du? Mein Name ist Mike. Mike, Zack, schön dich kennenzulernen. Schön dich kennenzulernen, Zack. Ja, Mann, ich weiß nicht, wie du dir dabei gut vorkommen kannst. Ich komme mir nicht gut vor. Ja, das solltest du auch nicht. Ich komme mir überhaupt nicht gut vor, ich möchte das nicht. Mann, ihr müsst eure Quoten erfüllen, aber das ist bescheuert. Das stimmt nicht, Mann, so etwas haben wir nicht. Es gibt keine Quoten. Ich wurde zu eurem Haus gerufen. Ich habe es mit meinem guten Freund krachen lassen. Dem Kerl von der anderen Straßenseite? Ja, Chris, ja. Scheint als... Alter, er liebt Pilze. Er ist ein guter Kerl, Mann. Ich weiß nicht, als was ich ihn sonst bezeichnen sollte. Er ist einfach ein guter Kerl. Und ich habe dort einfach nur gechillt, dass ihr Jungs dort aufgetaucht seid. Das war echt schräg. Weil wir einen Anruf erhalten haben.
Ja, also, scheiß auf den Anruf, Mann. So bescheuert, ich habe nichts getan. Ich bin einfach nur von dort weg und da wurde ich gekratzt. Ich ging gerade. Aber ich muss ins Gefängnis. Am 25. Oktober 2023 wurde Zachary Ty Bryan schließlich wegen eines tätigen Angriffs in Verbindung mit häuslicher Gewalt verurteilt. Er hatte sich vor Gericht erneut schuldig bekannt, um so einen Deal mit der Staatsanwaltschaft eingehen zu können. Denn im Gegenzug verzichtete die auf einige andere Anklagepunkte. Und so muss Bryan aktuell auch nicht 19 bis 20 Monate in einem Gefängnis absitzen, sondern kam nach 7 Tagen in Haft wieder auf freien Fuß, wenn auch unter recht strengen Auflagen. Was aber wiederum nicht bedeutet, dass Bryan seitdem sauber geblieben wäre. Denn, glaubt es oder nicht, gerade erst ein paar Wochen bevor dieses Video erschienen ist, wurde er erneut von der Polizei angehalten und wegen Trunkenheit am Steuer sowie dem Konsum verbotener Substanzen festgenommen. Das diesbezügliche Verfahren läuft allerdings noch. Der Comedian Tim Allen, der bei Hör mal, wer da hämmert, Brad Taylors Vater verkörperte, hielt sich mit Blick auf die Eskapaden seines ehemaligen Schützlings zunächst stets zurück. Doch irgendwann konnte auch er nicht mehr schweigen und sagte gegenüber den Medien Folgendes: Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Er war ein großartiger Junge, der nun zu einem komplexen Mann herangewachsen ist. Alles, was man da tun kann, ist, beiseite zu treten und ihn seinen Weg gehen zu lassen. Aber an einem bestimmten Punkt hat das sich von dem Kerl, den ich kenne, entfernt und wurde zu jemandem, der in Situationen gerät, mit denen ich nichts zu tun habe und die ich nicht kontrollieren kann. Und was sagt ihr selbst zu Brad Taylors Werdegang oder besser gesagt Abwärtsspirale? Fragt ihr euch vielleicht auch, wie es mit ihm so weit kommen konnte und warum er offenbar auch einen gewissen Starbonus innehat? Denn mal im Ernst, er wurde bereits wegen der verschiedensten Verbrechen angeklagt und verurteilt, hat es aber trotzdem immer irgendwie geschafft, dem Gefängnis zu entgehen. Zumindest bis auf die 7 Tage, die er absitzen musste. Ich würde nämlich behaupten wollen, dass ein Otto-Normalverbraucher schon längst für lange Zeit eingesperrt worden wäre. Dir hat dieses Video gefallen? Dann lass mir doch gerne ein kleines Däumchen bzw. vielleicht sogar ein Abo da. Denn der unersättliche YouTube-Algorithmus ist genau das. Unersättlich. Was bedeutet, dass ihr meinen kleinen Kanal mit jedem eurer Klicks wirklich extrem supportet. Und ganz nebenbei bekommt ihr dann natürlich auch immer gleich Bescheid, wenn hier bei True Crime Täter überführt ein neuer Fall erscheint. So, und zu guter Letzt noch eine Nachricht an alle, die es wirklich bis hierhin geschafft haben. Dem ein oder anderen mag vielleicht aufgefallen sein, dass ich es zeitlich nicht mehr schaffe, auf jeden eurer Kommentare persönlich zu antworten. Insbesondere was meine etwas älteren Videos betrifft. Ich möchte aber dennoch jedem einzelnen von euch versichern, dass ich euren Support wirklich zu schätzen weiß und deshalb habe ich zur Feier der 20.000 Abos, die wir ja vor kurzem erreicht haben, auch etwas Besonderes geplant. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber wenn alles nach Plan läuft, könnte es in naher Zukunft zu einer kleinen Geschenkaktion kommen. Wenn ihr das also nicht verpassen wollt, abonnieren, abonnieren, abonnieren. In diesem Sinne, danke fürs Reinklicken und nicht vergessen, immer schön sauber bleiben.